Was geht ab, Mann, Freunde? Zu einer weiteren Folge Minecraft Novus. Und ich habe mich eingeloggt. Ich wollte schauen, wie weit unsere Quarry ist. Aber es geht. So weit ist sie bis jetzt gar nicht gekommen. Also prinzipiell schon. Nur, es ist halt eine sehr große Fläche und das dauert natürlich, bis die abgebaut ist. Wir haben schon Saphir gefunden, nice. Aber bis jetzt nichts anderes, besonderes, tolles. Kriegt man eigentlich Schaden? Nö. Schade. Ich hätte eigentlich gedacht, die Quarry ist schon weiter. Und ich hätte eigentlich gedacht, schon um einiges weiter. Guck mal, hier hätten wir uns Kobbel nehmen können. Naja, aber auf jeden Fall weiß ich schon, was ich als nächstes machen möchte. Ich habe auch schon hier optimale Verhältnisse. Ich stibitze mal kurz hier einen Stack. Vielleicht weiß der ein oder andere schon, was ich hier machen möchte. Hey. Guck mal, der killt sich ja schon selbstständig. Eine Enderperle. Eine einzige Enderperle. Okay, waren auch nur zwei Männer, ne? Gar nicht so eine schlechte Ausbeute. Aber auf jeden Fall. Moment. Welche Richtung muss ich... Muss ich hier hin? Ja. So, aber auf jeden Fall. Ich möchte mir nämlich eine Ender-Chest machen, um genau zu sagen zwei. Ich habe da nämlich übersehen, es gibt wohl Ender-Chests. Einmal die Vanilla und einmal die von... Läuft bei denen. Und einmal die von... Boah, weiß ich jetzt gar nicht schon, welche Mod die ist. Auf jeden Fall ist das kein Enderman. So. Naja. Auf jeden Fall müssen wir noch in den Nether. Das müssen wir auch. In dieser Zeit kann unsere Quarry in Ruhe arbeiten. Ich möchte nochmal kurz kontrollieren, ob... Wie es mit der Energieversorgung aussieht. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall in Zukunft... noch ein paar mehr dran machen. Ja, weil schaut mal, es ist kein Überschuss vorhanden. Das heißt, es geht auf jeden Fall noch. Da geht auf jeden Fall mehr. So, dann gehen wir mal gucken in den Nether, ob wir dort, wie sie alle hier ihre Portale hingesetzt haben, ob wir hier irgendwo eine Nether-Festung finden in der Nähe. Denn wir brauchen Blaze Rods. Ich hatte doch mit Micha hatte ich doch mal eine, oder? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, ich weiß noch, wo wir rauskamen. Und zwar da oben. Irgendwo da oben. Was ist das hier? Ist hier eine Festung? Hier ist ein Rod auf jeden Fall. Und auch auf jeden Fall Schaden. Haben wir zu fooden, nö. So, du kleiner Farker. Toll. Aber nichts gedroppt scheinbar, ne? Nun denn, nun denn. Wow, hier. Warum spawnen die denn hier? So. Ein Blaze Rod haben wir gefunden. Ender Chest. Da haben wir es. Vier Stück für eine. Alter, hier geht's auf jeden Fall ab, Mann. Oh. Wow. Scheiße. Ich muss hier gerade richtig aufpassen. Ich werde sterben. Ich muss zurück. Ich muss erstmal zu mir und muss mir erstmal wieder Essen holen. Aber da können wir auf jeden Fall gut farmen.
Da können wir auf jeden Fall gut Blaze Rods farmen. Das ist sehr nice, dass es so ein Spot ist. Das wusste ich gar nicht. So, schauen wir mal. Können wir hier ein bisschen... Ah, wir haben ja keine Energie. Ich vergesse das immer. Was sagt ein Weed technisch? 1. Ah, da können wir uns eigentlich... ich guck mal, was ich hier alles einpacken kann. Nein, Kohle brauche ich. So. Dann machen wir uns einfach komplett neues Brot. Nein, ich kann das ja mit Rechtsklick machen. Vergesse ich immer wieder. So. Bamsen, bamsen, bamsen. Dang, dang, dang. So, wie viel haben wir? Guck mal, wir haben nämlich noch das hier. Daraus kann man ja auch noch Mehl machen. Dann haben wir hier noch Weed. Das ist sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall eine... Da muss man hier nicht wie bei Life in the Woods richtig aufpassen, was man denn hier alles macht. Bei Life in the Woods war das ja echt... Peisen. Scheiße. Aber auf jeden Fall kann man die mal erneuern. Das kann man auf jeden Fall machen. So. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Energie benötigen, denke ich. So. Um hier unser Brot zu bekommen. Zack. 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 Dann mit Barley Flour haben wir nämlich schon ein bisschen was gesammelt. Guck mal, das nehme ich mir auch mal raus. Tu das da rein. Rice Cake without Fish. Ich guck mal, ob ich hier Enderperlen habe. Keine Enderperlen und auch keine Blaze Rod vermute ich. Die kann man aber auf jeden Fall schon mal einpacken. Genauso wie die Enderperle. Geht nicht. So, man sieht nämlich. Ender Chest. Hier ist das Rezept. Eine Enderperle für eine Kiste. 4 Blaze Rods zur Obsidian. Also im Prinzip haben wir gleich schon unsere erste, wenn wir die denn jetzt, keine Energy. Frisst aber auch, ne? Ne, der Generator ist auf keinen Fall gut dafür. Da müssen wir uns auf jeden Fall was Besseres ausdenken. So. Dann gehen wir mal zurück in den Nether. Das ist auf jeden Fall sehr gut auch, dass da jemand, ich sag mal, sein Port... Das hier war das, ne? Ich sag mal, sein Portal opfert. Nein, 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 nein. Regge! So. Hier so eine kleine Schutzwand, an der ich mich immer mal verstecken kann. Alter, da geht's ja echt ab. Hi. Was geht hier ab? Wie viele sind das bitte? Wow, Alter. Hallo Leute, wie geht's euch denn heute? Junge, 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 was geht ab? Leute, schaut euch das an, was hier abgeht. Da soll mal einer sagen, das ist keine Clubfetzerei hier. Wow, die sind da auch drüber. So, da haben wir auf jeden Fall eine bekommen, eine Rod. Das ist schon mal gut. Alter. Wow, 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 das war auch knapp gerade. Los, gib uns eine Rod. Das ist ja unglaublich, wie geizig die sind, ne, was Rods angeht. Da haben wir Blaze Powder.
Das ist auch gar nicht so schlecht. Zwei haben wir. Oh, guck mal, hier ist schon neuer gespawnt. Fuck. Man darf einfach gar nicht zulassen, dass so viele spawnen. Alter, da kommt ein Gegner. Leute, ich bin ja am Ausrasten innerlich gerade. Wir müssen wieder ein bisschen raggen erstmal. Mein Teleporter hat irgendwie, warum auch immer, wieder neue Energie. Keine Ahnung. Puh, wir müssen, ich gehe erstmal hier wieder. Ich glaube, die konnte man doch herstellen, ne? Da, mit dem Kompressor. Ah, 5 Stück, okay. Das erklärt dann natürlich einiges. So. 3 Stück haben wir. Wir brauchen auf jeden Fall viele. So, guck mal. Certus Quartz Crystal haben wir auch schon ein bisschen was zusammen. Das heißt, wir können da auf jeden Fall... Ach, der... Weil wir das wieder geused haben, hat das so viel Energie verbraucht. Das ist nicht so eine geile Energiequelle, ne? So. Da müssen wir auf jeden Fall, wenn die Quarry fertig ist, wir müssen uns auf jeden Fall noch mehr Windmills bauen. Weil die scheinen sehr gut Energie zu produzieren. Hallo, bekommst du heute noch Energie oder gestern? Ah, ich verstehe. Ich verstehe, das ist gar nicht damit connected. Wo sind denn meine Energy Pipes? Das ist Item Duct. Wo sind denn die... Hm. Ah, wahrscheinlich hier drin, ne? Ja. Pass auf, musst du nämlich so machen. Nee, pass auf, wir machen das anders. Und zwar platzieren wir den Spaß hier hin. Und dann müsste der nämlich das hier... Warum betreibt ihr das nicht seitlich? Verstehe ich gerade nicht. Der schmerzt ein Rätsel. Ist mein Dimensional Anchor eigentlich hier? Oder habe ich den wieder hierhin platziert? Wo habe ich den hingetan, meine lieben Freunde? Ach, da ist er. Ich lasse den nämlich mal kurz hier ein bisschen laden. Kann der nämlich hier mir ein bisschen Brot herstellen, solange das noch aktiv ist. Und ich habe ja noch, fällt mir gerade ein, 6 Juice. So, dann gehen wir mal wieder in den Nether. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Nether. So, das Pinky hier war auch ganz gut. Los, spawnt. Ja, seid doch eben so fröhlich gespawnt. Da sind sie. So. Da haben wir einen. Mein Schwert ist am Arsch. Nice. Kein Blaze Rod. Das ist so unglaublich, ne? Ich muss zurück, ich muss mir ein Dingens machen. Ein Schwert. Das gibt's ja gar nicht. Sulfur haben wir aber gedroppt, cool. So.
Eins, zwei. So. Bamsen 1. So, jetzt müssen wir wieder in den Nether zurück. Zum Glück gibt es diesen Teleporter vom lieben Castcrafter. Ohne den, ne? Boah. Wären wir so aufgeschmissen. So, kommt, kommt. Kommt, kommt. Ich nehme es mit euch allen auf. Kommt. Guck mal den. Ich sehe direkt Argo unterwegs. So, du hast gerade Damage gemacht. Es spawnt hier einfach nicht, ne? Scheiße, ich fange von den Pflanzen an zu brennen. Chillige Leben. Kann doch nicht sein, dass Blaze Shots so selten sind, meine Freunde. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass diese Blaze Rods so selten sind. Alter. Es geht ab. Wow. Wow. Ach, guck mal, wen wir da haben. Da ist so ein Farker. Hä? So. Wieder kein Blaze Rod oder was? Das ist ja unglaublich. Das ist einfach unglaublich, wie kein Blaze Rod spawnen will, ne? Hier, so, komm, komm, komm. Da haben wir eins bekommen. Natürlich meine ich droppen und nicht spawnen. Da haben wir zwei, nice. Damit haben wir jetzt fünf, glaube ich. Wir brauchen nicht mehr viel. Wir haben drei, glaube ich, schon zu Hause. Das heißt, wir haben fünf. Wir brauchen acht. Drei Stück brauchen wir am besten noch. Guck mal, meine ganze Rüstung ist auch noch kaputt. Das ist auch nicht gerade von Vorteil. Kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ich nehme euch alle auseinander. Wow. Vielleicht ein bisschen zu viel. So, ich glaube, hier hinten ist was gedroppt. Kann das sein? Zwei habe ich immer noch. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich da gesehen habe. Da ist eins. Fuck. Ich werde sterben. Aber nicht im Nether. Hey, Leute, ey. Was sagt denn Stand? Vier. Das heißt, wir haben... Ich glaube, uns fehlt nur noch einer. Warte mal, 4 und 3 sind 7. Ich glaube, uns fehlt tatsächlich noch ein Blaze Rod. Den müssen wir uns auch noch irgendwie ergaunern. Hier muss jetzt nicht unbedingt wieder so ein Uber-Spawn kommen von 17 Milliarden. Aber ich würde auch nicht Nein sagen dazu. Hier kann ich mich auch nochmal zurück verschanzen. Hier habe ich auf jeden Fall mehr Fluchtpunkte. Da ist eins gedroppt. So, 6 plus 3 sind... Das müsste reichen. Das müsste reichen. Dies müsste reichen, meine Freunde. Dann brauchen wir nur noch eine einzige Enderperle. Dann bekommen wir die Sachen von unserer Quarry auf jeden Fall schon mal nach hier hin. Und das ist schon mal gut. Drei, neun haben wir. Das ist sehr gut. Und ich würde sagen, das ist perfekt, um die Folge zu beenden, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst eine Bewertung. In der nächsten Folge suchen wir uns eine Enderperle und bauen uns dann zwei Ender-Chests. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.